Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Minecraft, meine lieben Freunde, in einer neuen Aufnahmesession und es hat sich eine Menge verändert. Wir sind jetzt auf einer neuen Version, auf der Version 1.7.10. Ich habe mich doch dazu durchgerungen, ich habe mir die Zeit genommen, alles so gut es geht wieder neu zu bauen. Weil durch den Updaten sind die Mods verschwunden, dadurch sind viele Sachen verschwunden. Und ich hoffe, es ist mir relativ gut gelungen. Bevor wir jetzt richtig hier starten und wirklich normal spielen, werde ich das alles zeigen, und zwar im Game-Mode. Und, ja, werde dazu ein paar Takte erzählen. Also, erst einmal, Ausrüstung ist soweit auch wieder vorhanden und so. Jetzt hier, Inventar hat sich ein bisschen was geändert. Es gab zum Beispiel den Dark Diamond Mod nicht, deswegen habe ich jetzt den Black Diamond Mod. Ist nichts anderes, hat genau denselben Angriff wie vorher auch und alles und ja. So, erstmal hat sich hier, wie man schon sieht, sehr gut sogar das Dach etwas verändert. Das war ja vorher so nach innen geknickt hier. Fand ich aber dann doch nicht mehr so gut und passend, deswegen habe ich das Dach einfach mal so gemacht. Wie ein normales Dach halt. Hier sehen wir, da fehlt noch eine Kleinigkeit und zwar diese Forest? Was? Was? Wieso standen da jetzt gerade mitten im Bild Forest? Was? Weil ich das Biom gewechselt habe? Kann das sein? Was? Oder war das der Titel des Liedes? Hä? Warte mal. Jungle. Wieso steht denn das da jetzt? Wieso steht das? River. Was? Hilfe! Wie geht das weg? Das war vorhin noch nicht. Hilfe! Hilfe? Was? Das war vorhin noch nicht. Ich werde es auf jeden Fall gleich wegmachen. Auf jeden Fall sehen wir jetzt hier, hat sich das Dach wieder genauso ergeben wie vorher auch. Habe ich also nichts groß dran verändert. Nur ein bisschen zugebaut wegen der Veränderung. Und naja, also hier unten die ganzen Schrägen schon gemacht, aber ist jetzt nichts Tragisches, nichts Wildes. Dann seht ihr hier vorne zwei Kisten, das sind Kisten, dessen Items ich noch nicht einsortiert habe. Das sind alles Items, die ich mir wiedergeholt habe. Ich habe mir Fotos gemacht aus der 164 von jeder Kiste, von jedem Rucksack, von allem und habe das dann exakt so wieder übernommen. Manche Items gab es nicht mehr, weil der Mod dazu fehlte. Dafür gab es aus anderen Mods Items, die ich dafür als Ersatz genommen habe. Wie zum Beispiel der Stuhl aus dem Custom NPCs Mod. Der aus dem Mr. Crayfish Furniture, den gibt es nicht mehr. Weil Mr. Crayfish Furniture funktioniert nicht. Oder ich kriege ihn noch irgendwann mal zum Laufen und dann gibt es den wieder. Weiß ich noch nicht. Hier Charcoal Filter vom Thirth Mod. Hat sich ein bisschen die Textur verändert, nichts Gravierendes. Aber ansonsten sind halt hier alles Items drin, die ich mir wiedergeholt habe. Manche habe ich auch einsortiert. Das zeigen wir jetzt mal. Ja, wie man sieht, das hier hat mich eigentlich so ziemlich neben Black Mesa noch am meisten Zeit gekostet, wieder aufzubauen und die Rohre zu verlegen und alles einzusortieren. Aber jetzt geht es hier wieder und es funktioniert. Warte mal, ich nehme mal eben den Medium Shader, dann habe ich ein bisschen besser FPS-Rate, glaube ich. Bei der Aufnahme jedenfalls. Oder es liegt jetzt hier an dem Mod. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, hier ist wieder alles so, wie es war. Wieder alles einsortiert. Bis auf hier die kleine Veränderung. Da habe ich jetzt die ganzen Flaschen vom Thirth Mod reingepackt. Wie ihr seht, werden jetzt nur zu 4 gestackt. Was ich schade finde. Zu 10 war es auf jeden Fall ein besserer Stack. Aber gut, okay. Kann man nichts machen. Müssen wir jetzt so damit leben. Achso, der Minecraft-Sound fehlt auch, merke ich gerade. Den habe ich ja ausgestellt, weil es sonst ein bisschen nervig war. Worunter finden wir den denn da? Musik und Geräusche auf. 20% Musik aus. Gesamtlautstärke passt ja. Musikblöcke. Ja, komm, lassen wir erstmal so. So, es hat sich sehr viel verändert. Es liegt halt auch an Minecraft selber. Und ja, wie ihr seht, soweit alles Akku mal da, die Truhen sind schön auch am Waven. Die freuen sich auch darüber. Ja, dann das erstmal soweit zum Keller, beziehungsweise zum Lagerhaus. Jetzt gehen wir mal kurz im Keller. Hier ist unser Müllschlocker, den haben wir auch wieder aufgebaut. Hier, die Items waren alle aus dem Frame raus, also alle Mod-Items musste ich hier wieder reinsetzen. Genauso wie sie vorher waren, wie man sieht. Exakt dieselbe Anzahl. Ne? Und jo. Dann habe ich hier noch
Hier hinten war es, glaube ich, eine Veränderung vorgenommen. Hier habe ich dann die Marble Bricks reingepackt. Die werden jetzt halt hier hinten einsortiert. Achso, das war der Ostrich. Ja, dann hier die geschliffenen oder gemeißelten Steinchen. Dann haben wir hier die Rucksäcke. Da habe ich jetzt auch mal eine Einsortierung für gemacht. Aber ich weiß nicht, ob ich das Lager jetzt auf lange Sicht lassen soll, weil ich das ganz gerne noch ein bisschen umändern möchte. So, hier habe ich einen Ostrich gehabt. Das habt ihr ja schon gehört. Hier alles, ne, noch so wie es vorher war, habe ich im Prinzip wieder gemacht. Und hier war ein Ostrich irgendwo. Genau, siehste, Tiger. Okay. Zack. Vom Custom NPCs Mod wollte ich gerade sagen. Nein, vom, das nervt mich da oben gerade total. Plains. Ich hoffe, das kriege ich jetzt gleich ausgestellt. Ich habe schon eine Vermutung, welche Taste das ist. Aber ich bin mir nicht sicher. Hoffentlich hat das jetzt nichts gemacht. Ha! Ha! Das war die richtige sogar auf Anhieb. Sehr gut. Das war die richtige Taste direkt auf Anhieb. Ah, da bin ich ja froh. Ich hätte jetzt gedacht, F10 oder F11 ist es, weil F11 habe ich vorher gedrückt. Vorher bin ich aber abgerutscht auf F10. Also müsste es jetzt komplett überall weg sein, ne? Hier müsste ja jetzt dann auch gleich nichts stehen. Jawohl, alles klar. Wunderbar. Gut, auf jeden Fall, das ist zum Lagerhaus zu sagen, das zum Dom. So, dann gehen wir mal unsere Brücke besuchen. Gehen wir die Brücke besuchen? Nee. Oder? Ich überlege gerade noch. Da, hier, das ist der Mo Creatures Mod. So, mit dem Ostrich und mit den Mäusen und so, da haben wir ein bisschen mehr Fluktuation hier in der Tierwelt. Finde ich auch, sieht ein bisschen... Verdammt, das ist doch nicht raus. Ja, dann, Sekunde, ich bin sofort wieder da. Ich mache hier einen kurzen Cut. So, und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück. I'm sorry for that, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es ist jetzt weg. Ich kann es jetzt immer noch nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, aber ich glaube schon, dass es doch eine andere Taste war, dass es F12 oder F11 war. Ich weiß es jetzt aber nicht. Werden wir gleich sehen, ob es weg ist. Ich finde es auch sehr schön hier, dass jetzt hier die Blätter runterfallen, ne? Die Bäume sind übrigens auch rund. Das sieht man jetzt gerade ein bisschen schwer. Die Bäume sind auf jeden Fall auch rund, die Baumstämme. Das sieht man, glaube ich, ein bisschen besser, wenn man hier... Wenn wir hier so stehen, dass sie rund sind. Da unten ist die Ecke halt so ein bisschen abgeschrägt. Vom Weiten sieht man das eigentlich besser. Oder teilweise besser. Nee, man sieht es gerade kaum, aber egal. So, wir fliegen jetzt aber wieder hier zu unserer Brücke, wo ich gerade war. Wir sind extra jetzt im Game Mode, wie gesagt. Ich mache hier auch eine etwas längere Folge, denke ich. Vertania-Wald voraus. So, diese Brücke war vorher betreten auf eigene Gefahr und da der Mod geupdatet wurde, fallen wir hier, oder sollten wir hier nicht mehr durchfallen, wenn wir drüber laufen, und das ist sehr gut. Ja, dadurch haben wir sogar, eine Schlange. Denn dadurch haben wir sogar ganz neue Möglichkeiten bekommen. Ich gehe jetzt einfach mal hier so durch, weil das einfach so schön ist. Ja, hier musste ich auch korrigieren, wieder alles so gemacht wie vorher. Das Lustige ist, jetzt sehen wir, glaube ich, Sprechblase. Ah ne, durch den Shader sehen wir es nicht, aber ja, man kann es erahnen, da war eigentlich vorher eine Sprechblase. Egal. Hier die Wege musste ich auch komplett neu machen, weswegen die mir nicht komplett gelungen sind. Ich fliege da jetzt einmal nur schnell drüber, weil dann kommen wir nämlich nach BM. Ja, wie man sieht, ich fliege jetzt nur ganz, 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 ganz schnell drüber. Aber hier sieht man so ein bisschen jetzt, dass die runder sind. Man sieht es sehr schwer, aber man sieht's. Hier ist ja immer noch nichts. Dann haben wir hier komplett die Brücke neu erstellen müssen. Mach mal eben auf Tag, ne? Hier komplett die Brücke neu erstellen müssen. Ist aber auch nicht so tragisch gewesen. Ja gut, hier, die Wege sind etwas verändert worden, weil ich die nicht mehr hundertprozentig genau hingekriegt habe. Leider eigentlich. Aber andererseits auch schon wieder gut, weil das lässt Optionen und Möglichkeiten offen für Neues. So, da war eine Biene oder da ist eine Biene. Ne, ein Grashüpper, oder? Als schien mir ein Grashüpper gewesen zu sein. Ja, hier der abgestürzte Weg ist auch nicht mehr so hundertprozentig der richtige und derselbe, aber das finde ich, sind einfach nur kleine Details, die man eigentlich berücksichtigen, nicht berücksichtigen, vernachlässigen kann. Ups.
Hier höre ich Lava. Hier war Lava drunter irgendwo, ne? Gut, auf jeden Fall fliege ich jetzt weiter, damit er doch ein bisschen schneller und zackiger hier vorangeht. Könnte natürlich jetzt auch einige Lags verursachen, aus dem einfachen Grund, die Framerate ist im Moment noch nicht so ganz stabil. Ein Mod, zum Beispiel den Ancient Warfare Mod, den habe ich auf jeden Fall rausgenommen, weil dann war es unmöglich zu spielen mit dem Shaders Mod. Da hatte ich nur noch 8 FPS. Als ich den Mod raus hatte, BÄM, 120 FPS. Ohne Probleme und, naja. So, den Weg. Hier hätte der noch weiterführen sollen. Oder müsste er eigentlich noch weiterführen. Da hinten sehen wir jetzt nur so ein bisschen den Dschungel. Sichtweite auch ein bisschen reduziert, damit wir ein bisschen mehr FPS haben. Kann ich aber natürlich auch noch umstellen. Ich bin jetzt gerade erstmal am gucken, wie das überhaupt hier läuft. So in der Aufnahme mit Shader und allem drum und dran. Und allem zick und zack. Ja, und wie wir sehen, hier die wunderschöne Brücke in diesem wunderschönen Licht. Sieht einfach nur toll aus. Dann kommen wir jetzt zu BM, denn hier gab es einige Veränderungsmaßnahmen. Der Weg, der Dirt-Weg, den habe ich jetzt hier mal weggelassen, weil der schäbig aussah. Hier sind jetzt Stacheldrähte einmal komplett rumgezogen und die Zäune sind wieder neu errichtet worden. Man sieht, wo die Reise hingeht, sage ich jetzt mal. Die Stacheldrähte oder der Stacheldrahtzaun geht bis hier vorne. Und dahinter natürlich wieder der andere. Hier oben, das ist offscreen noch entstanden. Da wollte ich mal so eine Art Aussichtsturm, Bunker oder sowas bauen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das so lassen werde. Bin ich mir noch nicht sicher. Aber das werden wir dann alles jetzt wieder im Let's Play machen. Offscreen wird jetzt hier gar nichts mehr gemacht, habe ich mich dazu entschlossen. Und wenn dann nur solche Sachen wie einsortieren und Hüllen ausbauen oder sowas. Ja, hier der Stacheldraht dann bis hier vorne. Ich weiß nicht mehr genau, bis wo ich ihn gezogen hatte. Deswegen habe ich ihn jetzt erstmal bis hier gezogen. Der Rest ist Geschichte sozusagen. Ja, das Haus, das kennen wir ja schon. Das war ja, da war ja eigentlich noch ein Dach drauf. Habe ich gesagt, weißt du was, lasse ich erstmal weg. Hier wieder das Sauerstoffteil da hingekommen. Hier will ich ja den Weg bauen, das heißt, den Weg nach unten bauen, den Fußweg. Da bin ich aber auch noch nicht hundertprozentig mit zufrieden und fertig. Und jo, dann kommen wir jetzt mal zum Wesentlichen, zu BM. Da hat sich natürlich viel, viel, viel tun müssen. Ach, da fällt mir gerade was ein. Da fehlt was von Traincraft. Das können wir ja mal eben kurz korrigieren. Deswegen bin ich nur im Game Mode, wegen der Korrekturarbeiten. No? Nicht für nichts anderes. Weil das sonst ein wenig zu aufwendig war. Jetzt ist das ja doch wieder da. War die ganze Zeit nicht da und jetzt kommt es auf einmal wieder. Wieso? River. Ich weiß nicht, warum es so ist. Ich muss jetzt einfach mal in dieser kurzen Folge damit leben. Ich muss mich da nochmal schlau machen. Wenn ihr natürlich Ideen habt, woran das liegen könnte, dann bitte sofort in die Kommentare. Ich wäre da sofort dankbar, damit wir das so schnellst wie möglich ändern können. Deswegen, ja, hier BM, ne, die Eisentür ist geblieben. Hier wurde etwas ersetzt, was hier nicht reingehört. Ein Mod-Item wurde hier ersetzt und mit einem anderen Item, was wir noch gar nicht erst gecraftet haben oder wo wir noch gar nicht erst waren. Deswegen habe ich es jetzt direkt in den Müll geschmissen. Ja, wie man sieht, hier so einigermaßen ersetzt die ganzen Items. Hier auch einfach reingeschmissen, nur in die Kisten, jetzt nicht geordnet oder sonstiges. Ja, hier sehen wir schon den Custom NPCs Stuhl. Ja, da war ja vorher der andere Stuhl. Und natürlich immer noch unsere fucking heiße, laute... Heiße? Unsere fucking laute Sirene. Die aber einfach das Ganze noch geiler macht, wie ich finde. So, dann haben wir hier die Kiste, ja, mehr oder weniger ersetzt. Die Tür war eigentlich auch eine andere. Oder? Ja, die war eigentlich eine andere, fällt mir gerade auf. Oder liegt das jetzt am Shader? Ganz kurz. Ja, das liegt am Shader, alles klar. Okay, mehr wollte ich gar nicht wissen. Also es liegt am Shader, dass jetzt hier Glas ist und nicht dieses Gittermuster. Ist ja egal, ist ja jetzt nicht so tragisch. Hier oben wieder, diesmal ist sie sogar kleiner, auch von DecoCraft. Ne, die Kaffeetasse, die stand glaube ich vorher da, bin mir jetzt aber nicht sicher. Jo, also jetzt kommen natürlich die größten Veränderungen im BM. Hier ist, glaube ich, das war vorher auch mit diesen Schrägen. Hier die Schräge hat sich was verändert. Es sind jetzt nur Kleinigkeiten, aber vom Prinzip her ist es gleich geblieben.
Also, wenn ihr vorher BM gesehen habt, wie es vorher aussah, also es war im Prinzip einfach nur eine leere Höhle. Eine riesige, leere Höhle, weil die ganzen Mod-Items halt gefehlt haben. Naja, macht nichts. Hier wieder der kleine Tisch mit den Büchern, wo wir die Bücher noch drauf packen wollten. Das Carpenter's Bett mit den Carpenter's Blocks. Ich hoffe, dass es jetzt wirklich einigermaßen... Na, zugleich, sag ich mal. Hier ist der Hochofen. Hier fällt die Decke. Hier ist Kompressor und der Schaltkreisfabrikator ist hier hingekommen. Hier ist jetzt erstmal vorübergehend das Portal hingekommen, nicht mehr oben. Warum auch immer, ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht mehr. So, hier hinten, wie ihr seht, habe ich nur den Boden erstmal reingezimmert. Oder ganz unten. Das ist ja jetzt ganz unten. Hier habe ich erstmal nur den Boden reingezimmert. Hier waren wir ja sowieso noch nicht groß am Bauen. Ja, und eine Etage höher nochmal. Hier, wie man sieht, der Gang ist wieder erfolgreich hergestellt worden. Die Raumaufteilung ist natürlich jetzt eine andere, aber macht nichts. Hier waren ja vorher die Glastüren, ne? Mit der Cafeteria. Ich meine, hier war's. Hier habe ich jetzt einfach einen normalen Raum reingemacht. Hier ein etwas größerer Raum mit zwei Türen sogar. Mit hier und hier natürlich. Vielleicht werde ich die auch nochmal abtrennen, mittig oder so. Ich bin mir da noch nicht sicher. Hier ist natürlich wieder unser Sauerstoffkomprimator, Gerät, Umfüll, Bedönse. Nee, das ist der Kohlegenerator. Entschuldigung, das ist der Kohlegenerator. Gut, dann war ja eigentlich hier die Cafeteria, wie gesagt. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann machst du hier die Cafeteria rein. Die Türen haben wir ja soweit erstmal wieder hergestellt. Das Schöne ist auch, dass die Cafeteria jetzt ein bisschen cooler ist, sag ich mal. Weil hier können wir so eine kleine Abtrennung machen. Ne? Und dann hier so, zack, Küche. Lagerraum, Vorratsraum, wie auch immer. Küche hier so, weißt du. Und da wir ja Deco-Craft haben und so, das ist alles jetzt machbar. Hier habe ich vorübergehend unsere Portal ganz hingepackt und hingestellt. Weiß ich jetzt noch nicht so genau, wie ich das genau machen werde oder ja, wie ich den Raum gestalte etc. Hier, wie man sieht, auch nur noch leerer Raum. Nichts Besonderes, aber auch nichts Tragisches, ehrlich gesagt, dass hier was fehlt. Und jo, das war es erstmal soweit mit BM. Wie gesagt, kleine Veränderungen sind da natürlich. Es fehlen auch natürlich ein paar Mod-Sachen und so, aber ich denke mal, man konnte sich jetzt den ersten guten Eindruck verschaffen, dass das einigermaßen detailgetreu wieder wie vorher hergestellt worden ist. Oder ja, hergestellt worden ist das falsche Wort eigentlich, aber wieder aufgebaut worden ist und... hier vorne natürlich immer noch, habe ich mir jetzt übrigens extra markiert mit den Fackeln, weil sonst würdest du das nicht wiederfinden, weil der Mod das jetzt so gut macht, dass der hier die Texturen übernimmt, wie sie eigentlich sein sollten. Hier ist nämlich dann unser Red Carpet, beziehungsweise, ja, unsere Abschussstelle, ne? Achso, das ist, okay, das ist nur wegen dem Mod, okay, kein Problem. Gut, das wäre dann jetzt soweit PM gewesen, würde ich sagen. Ah ne, die Tür ist da. Siehst du, ich sehe sie noch nicht mal mehr. Die ist so versteckt und so geheim. Da musste ich die mit Fackeln kennzeichnen. Ja, das war soweit Black Mesa. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Und zwar zu unserem... Achso, ich wollte ja jetzt hier gerade durch das Portal wieder latschen, aber das ist ja nicht mehr da. Hier oben habe ich, glaube ich, auch noch eine Sache verändert. Der Grabstein war natürlich dann auch weg. Da habe ich dann halt einen Grabstein genommen und dasselbe draufgeschrieben. Oh, es steht da nicht mehr, warum auch immer. Liegt das auch am Schäder? Nö, das liegt nicht am Schäder. Aber das macht nichts. Auf jeden Fall stand da drauf, gekillt von SuzyQ sozusagen. Werde ich dann auch wieder einfügen. Ist jetzt nichts Gravierendes, nichts Wildes. Dann habe ich hier noch das ein bisschen planiert, glaube ich, wenn ich das nicht schon beim letzten Mal gezeigt habe. Ja, und soweit war es das erstmal zu Black Mesa. Jetzt, anyone there? Ja. Ja, ich bin hier. Ach so, genau, die haben ja jetzt auch Sound. Das ist ja jetzt auch neu durch den Mod. Genau, Forest. The Forest. El Forestos. Domestos. Mann, wenn ich jetzt wüsste, welche Taste das ist, um das auszustellen. So, Forest, dann sind wir wieder hier, genau, am Dome. Ich mach nochmal Tag. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt eben nochmal, oder fliegen nochmal eben geschwind zum Hafen hinüber. Denn am Hafen, ja, es hat sich nicht viel getan am Hafen, aber am Hafen hat sich auch was getan. Also, auch weil ein Mod fehlte. Musste ich das umändern.
oder muss sich was umändern. So, da haben wir auch wieder das Schiffchen. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus als damals, ist aber nicht weiter tragisch, wie ich finde. Hier wieder die Rain Collectors, wie vorher auch. Und die Fässer, die mussten wir leider umändern, weil es die nicht mehr gab, beziehungsweise weil es den Mod nicht für diese Version gibt. Finde ich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht so tragisch, ist sogar eigentlich angenehmer und schöner anzusehen, wie ich finde. Ja gut, hier das Schiffchen, da hat sich in dem Häuslein nichts getan. Oh, da wegen dem Shader aber. Wegen dem Shader sieht das jetzt hier ein bisschen ulkig aus. Ist das bei jedem Shader? Ist bei jedem Shader. Ja, macht aber nichts. Sieht jetzt ein bisschen ulkig aus, aber macht nichts. Da habe ich übrigens mir auch schon was geplant. Ja, dann, was natürlich auch lange gedauert hat, wieder zu erstellen, sind die Dinger, weil du musst die, du kannst die leider nicht so dir ercheaten, in Anführungsstrichen, sondern musst tatsächlich an diesem Crafting Table erstellen. Habe ich dann auch gemacht. Ja, und wie man sieht, soweit wieder alles vorhanden, ja. Auch das Mini-Lid, was vorher drin war. Entschuldigung. Auch das Mini-Lin, was vorher drin war, habe ich wieder reingelegt in die Schmelze. Und ja. Das ist nicht mehr mit den Microblocks, weil diesen Mod gibt es leider auch nicht mehr. Das musste ich jetzt mit Carbon das Blocks bauen. Ist aber auch nicht so tragisch hier oben. Das gefällt mir nur nicht so, dass das so ein bisschen unsymmetrisch ist. Da hätte ich anders bauen sollen oder müssen. Aber das wollte ich jetzt dann auch nicht mehr ändern, ehrlich gesagt. Jetzt lasse ich das so. Sieht zwar ein bisschen ulkig und komisch und witzig aus, aber mein Gott, es sieht wenigstens von Weitem schön aus. Ne? Der Eingang zur Stadt sozusagen. Dann gibt es noch einen anderen schönen Smooth-Mod, würde ich den nennen, Smooth. Weil, seht ihr, wie smooth die Türen aufgehen, das feiere ich total. Wir haben auch mehrere oder neue Türen. Ja, hier sieht man es jetzt auf jeden Fall, dass es rund ist. Schließt nicht mehr hundertprozentig ab. Aber macht auch nichts. Ist auch irgendwie schön und hat seinen eigenen Charme. Die Dinger waren hier auch nicht drin, weil wir die nie gebaut haben. Ja, wie man sieht, halt ein paar kleine Macken noch durch die Mods. Aber die kleinen Macken, die können wir dann im Let's Play korrigieren. Soweit habe ich alles korrigiert, das Wesentliche. Die wurde übrigens komplett ersetzt mit Gold Chimney. Also Chimney. Für die Leute, die des Englischen nicht mächtig sind, das ist ein Kamin, das ist auch ein Mod. Ja, Kamin heißt Chimney. Das heißt, wenn da drunter Feuer ist, ne, dann, ja. Und die waren halt komplett aus diesen Chimney. Sieht auch nicht schlecht aus. Zack, zack. Holen wir das mal wieder raus. Ich wollte den eigentlich da draufsetzen, den Block, aber ist egal. Ja, das ist ein Chimney, der war komplett aus diesen Gold-Chimneys, was ich krass fand. Ich hole mal eben, ich zeige euch das mal eben, weswegen ich den Mod eingefügt habe, weil er einfach mir sympathisch war sozusagen. Machen wir hier, wo es nicht so viel passieren kann. So, wenn jetzt Feuer kommt, dann kommt da oben auch quasi wie bei einem Kamin der Rauch raus. Okay, von hier unten sieht man es jetzt nicht so, wegen dem Shader, aber von hier sieht man es sehr, sehr gut. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier noch 20, 30, 40 drauf drück oder drauf pack, kommt fast aus jedem noch was raus. Sollte nur nicht zu hoch sein. Also hier oben kommt noch das fast dasselbe hinaus. Hier kommt nur noch so ganz, ganz klein bisschen raus. Und hier kommt wieder viel raus. Ah ne, okay, das wird einfach weitergetragen von Chimney zu Chimney. Also können wir so hoch, könnten wir so hoch bauen, wie wir wollen. Solange das Feuer natürlich unten an ist. Und da kommt dann halt ein Kamin. Richtig schöner Gami mit Schornstein mit Qualm, ne? Das ist doch mal was, meine Leute. Deswegen habe ich den Mod halt quasi mit reingenommen. Gut. Hier, unser Item Physics Mod ist auch wieder natürlich drin. Dann noch ein paar andere schöne Modifikationen, die ich jetzt nicht großartig ausführen möchte. Aber die meisten sind dieselben geblieben. Ein paar Kleinigkeiten haben sich halt nur verändert. So, das war auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit. Das hat mich ungefähr, Pi mal Daumen, 10, 15 Stunden Arbeit gekostet, alles wieder so herzurichten, wenn nicht sogar mehr. Ganz genau kann ich das jetzt halt nicht mehr sagen, aber die Kleinigkeiten, wirklich, die ganz kleinen Kleinigkeiten, die mache ich jetzt alle nur noch im Let's Play oder gegebenenfalls auch mal im Kreativmodus, aber ich glaube eher im Let's Play, das ist in Anführungsstrichen realistischer und schöner. Ja, hier ist natürlich auch unsere kleine Schaluppe wieder, ne? Hier der Dschungel. Genau, der dicke, fette Dschungel steht jetzt da drauf. Herrlich, herrlich. Ja, dann sind wir hier in unserem Dorf. Ich finde, das wirkt auch im Moment irgendwie alles viel größer in der neuen
Version. Aber gut, das kann natürlich auch täuschen. Ja, hier sieht man es auch, dass das so ein bisschen abgerundet ist. Ne? Macht auch ein bisschen mehr her. Ich finde, das sieht jetzt vom Weitem hier, diese Textur sieht jetzt hier wirklich so ein bisschen mehr nach Baumstamm aus, aber ist egal. Ich kann ja mal einen hier so hinstellen, so zack, da seht ihr es jetzt deutlich, wie abgerundet das ist. Finde ich einfach schön. Finde ich einfach schön, so das weg, das weg, das weg. Das war auch... Oh, jetzt hatte ich einen Leck, aber... Oh, jetzt habe ich noch eins. Jetzt habe ich noch eins. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Wenn ich hier bin, habe ich einen Leck. Okay, ist weg. Komisch. Egal, auf jeden Fall, das wird wahrscheinlich noch ein paar Mal vorkommen, diese Lecks. Und, ja. Hier sehen wir den Kran. Übrigens gehen die Dinger auch jetzt so auf. So smooth. Finde ich total geil. Finde ich auch total schön. Farm hat sich nichts geändert. Farm hat sich nichts geändert. Da hat sich nichts geändert. Ja gut, okay, doch Kleinigkeit. Hier hat sich nichts groß geändert, weil das wurde ja alles zu 99% hier im normalen Modus gebaut. Also nicht im normalen Modus, aber Beach. Really? Oh, ein Flipper! Im Dings-Modus gebaut hier, ohne Mods meinte ich eigentlich. Ja gut, hier oben fehlt jetzt der kleine Coffee-Table und so, aber das ist jetzt so eine Kleinigkeit, die ist vernachlässigbar. Gehen wir noch einmal in das Haus hinein, weil da hat sich auch ein klein wenig getan, aber dann sind wir wirklich mit dem Zeigen durch. Da steht jetzt wieder der Brave-Gedöns. Hier ist auch wieder das mit auf den Tisch aufgebracht. Hier ist fast alles drin. Die Rose haben sie scheinbar bei DecoCraft rausgenommen. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Kann ich mir ja nochmal suchen, ob ich die jetzt hier finde. Ich weiß nur nicht, wie sie hieß, ehrlich gesagt. Wenn ihr das noch wisst, oder wenn sie definitiv noch drin ist, dann sagt mir mal Bescheid. Weil ich sehe, ich habe sie einfach nicht gesehen in den ganzen DecoCraft-Sachen. Weil da ist wirklich 1590 Milliarden 368 Gedönse neu. Also sehr, 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 sehr viel. Und wir sehen ja auch, oder ihr seht ja auch, wir haben mittlerweile 118 Seiten nur für die Mods. Und das ist schon ein bisschen beachtlich und ja, schon gut. Hier sind natürlich auch wieder die Stühle, die vom NPCs Mod sind, weil die anderen Stühle nicht passten oder weil es die nicht mehr gab. Wegen dem Mr. Crayfish, wie gesagt. Hier sehen wir noch das Dingensbummens. Ah, da kann man durch die Tür sehen, ist auch nicht schlecht. Wegen dem Glas dahinter wahrscheinlich, oder? Oder kann man generell durch die Tür sehen? Egal. So, hier wieder die Schlüssel. Susi ist natürlich auch wieder in ihrem Schlafzimmer, aber diesmal leider ohne die Coffee Tables. Ne, man kann generell wegen dem Shader da durchsehen. Finde ich aber lustig, ehrlich gesagt. Und nicht tragisch. So, hatte ich eigentlich... Ich bin hier einmal durch das Fenster gegangen. Ich hoffe, ich habe das wieder repariert. Ja, habe ich. Gut. Ja, ich glaube, damit habe ich jetzt alles gezeigt. Und ich würde sagen... Dann haue ich auch als eine Folge raus. Na, dann direkt heute. Dann kommt vielleicht noch eine nachher oder was. Oder morgen. Weiß ich noch nicht. Jetzt habe ich erstmal alles gezeigt, alles über alles informiert. Warum, weshalb, wieso und überhaupt. Und ich würde jetzt behaupten, kann ich auch ruhigen Gewissens in die nächste Session gehen. Beziehungsweise in die nächste Folge gehen und erstmal gucken, wie ich dieses Plains ausstelle. Das da oben richtig fett drüber steht. Das nervt mich ja jetzt schon. Ich wüsste nur gerne, welcher Mod das ist. Ich tippe mal auf Weiler oder so. Also, what I am looking at. Aber hundertprozentig sicher bin ich mir natürlich nicht. Und dieser Shader sieht einfach nur atemberaubend schön aus. Da kommt die Kathedrale, der Dom, wie auch immer, richtig besonders gut zur Geltung. Alleine schon, wenn jetzt hier, wenn du dir hier vorstellst, du stehst hier vorne im Dom, die Sonne fällt ein, du sitzt hier, betest oder was weiß ich. Und da fällt so schön die Sonne hinein und du sitzt hier einfach nur. Einfach herrlich, einfach traumhaft. Einfach traumhaft. Ah, guck mal, Mega Sterngucker hat wieder ein neues Design, beziehungsweise einen neuen Skin. Bauleiter Bernd, wo ist denn... Ich muss doch mal eben ganz kurz was nachforschen. Okay. Nachforschung beendet. Zack, musste mal ganz kurz nachforschen, wo jetzt Zero ist, aber Zero scheint es nicht mehr zu geben. Ach, guck mal, siehst du, Mega macht das genau richtig, der guckt sich jetzt das an. Den schönen Sonnenuntergang. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann
gleich wieder, wenn es dann heißt, wieder Let's Play Minecraft. Das war jetzt mehr ein Let's Show. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es heißt Let's Play Minecraft und ich weiß, wie ich dieses Scheißding da ausstellen kann. Ja, bis dahin, euer Palooza LP. Gehabt euch wohl, lebet wohl, seid frivol. And see you soon. Vielen Dank fürs Zuschauen.